Eine beeindruckende Lebensgeschichte hat Antonio Hömpler zu erzählen. Extremsport ist sein Leben, bis der Hamburger einen schweren Unfall hat. Doch der Rollstuhl hindert Antonio nicht, er nutzt ihn einfach. Wie er seine Bretter seinen Ansprüchen anpasst und damit wirklich schnell durch Hamburg heizt. Das zeigt Ihnen Vanessa Fritz. Bretter sind Antonio Hömplers Leben. Ob Wakeboarden, Skifahren oder Longboarden. Im Wasser, auf Schnee oder Asphalt, seine Leidenschaft bedeutet für ihn Freiheit. Der 36-jährige Hamburger verbringt gerne viel Zeit in der Natur. Und genau dort treffen wir ihn mit jeder Menge Equipment. Ist tatsächlich richtig schwer, weil ich habe nicht nur ein Fahrrad, sondern noch einen 20 Kilo Rollstuhl und 2x15 Kilo mindestens Longboards. Dreimal die Woche übt er hier im Volkspark seine Tricks. Schon als Kind entdeckt er seine Liebe zum Brett. Erst Skateboard, dann Snowboard. Bis am 27. März 2010 genau auf dieser Piste das Unglück geschieht. Bei einem Sprung über eine Rampe bricht er sich einen Lendenwirbel und drei Rippen. Seitdem ist Antonio ab der Hüfte querschnittsgelähmt. Den Unfall selber habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin ohnmächtig geworden und eine Woche später im Krankenhaus aufgewacht. Und da denkt man natürlich als erstes, das Leben ist vorbei und man weiß überhaupt nicht, was man machen soll, weil man denkt, das Leben geht nicht weiter, weil man seine Beine nicht bewegen kann. Doch sein Leben geht weiter. In der Reha lernt Antonio Stück für Stück wieder im Alltag zurechtzukommen, wenn auch anders als vorher. Und auch seine Sportleidenschaft entfacht wieder. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert, die ich irgendwie probieren konnte. Sowas wie Klettern, Schwimmen, Tauchen, Kajak fahren. Aber meine wirkliche Leidenschaft ist halt auf Brettern. Irgendwo lang zu gleiten, sei es auf Schnee, Asphalt oder Wasser. Er fängt an, Wakeboard zu fahren, dann Ski, probiert Kitesurfen und 2017 traut er sich auf ein Longboard. Erst mit dem Rollstuhl, dann baut er sich sein eigenes individuelles Board zum Reinsetzen. Eine einzigartige Konstruktion. Das ist eigentlich wie Snowboardfahren auf Asphalt. Man fährt Berge runter und bremst, indem man driftet. Die Sportart nennt sich Downhill Skateboarding. Bis zu 60 km/h kann Antonio mit seinem Board fahren. Bremsen und Beschleunigen funktionieren mit Hilfe einer Fernbedienung. Ein normales Skateboard für Downhill Longboarding ist halt viel kürzer. Ich habe dieselben Räder und dieselben Achsen. Nur habe ich ein viel längeres Longboard, weil ich darauf sitze. Dann habe ich eine Beinhalterung und einen Sitz natürlich. Und ein Elektroskateboard, damit ich den Berg wieder rauffahren kann. Wenn Antonio mal nicht auf Brettern ist, studiert er Psychologie in Teilzeit, gibt Nachhilfe, arbeitet in einer Tischlerei und bringt Rollstuhlfahrern Bus- und Bahnfahren bei. Sein Traum? Auch andere Querschnittsgelähmte für seinen Sport begeistern. Beim Longboarden im Volkspark hat Antonio auch Chris, Tim und Ray kennengelernt. Alle vier verbindet die gemeinsame Leidenschaft für das Longboard. Toni zeichnet vor allem aus, dass er sich eben in sehr viele Sportarten reinfuchsen kann, obwohl er eben nicht laufen kann. Und er hat mir sehr beeindruckend erzählt, was er tatsächlich auch alles macht an verschiedenen Sachen, wo man normalerweise nicht denken würde, dass jeder dazu in der Lage wäre. Antonio reizen keine Paralympics-Wettbewerbe. Er will keinen Medaillen hinterherjagen, sagt er. Sein ultimatives Ziel habe er ohnehin schon erreicht. Beim Longboarden war bisher mein größter Erfolg, dass ich nach 2 Jahren Training und Erfinden einer Sportart so gut im Longboarden war, dass ich auf das größte Longboard-Camp der Welt fahren konnte. Und da bin ich eine Woche lang mit den besten Longboardern der Welt eine abgesperrte Bergstraße runtergefahren. Und das könne man laut Antonio einfach nicht mehr toppen. Und trotzdem sucht er sich neue Herausforderungen. Er will bald nicht auf Asphalt gleiten, sondern auch Meereswellen im Sitzen erobern.